Tag, Servus und hallo, Iris. Und herzlich willkommen zurück zu... Ich sehe gerade, uns fehlt noch ein Palbett. Okay, alles klar. Ich war schon überrascht, was du jetzt sagen wirst, weil wir nichts davor gesprochen haben, aber stimmt. Es ging mir jetzt auch wieder ein bisschen zu schnell, ja, aber das... Ich kann ja spontan. Es ist ja nicht so, dass ich nicht vorher immer frage, bist du bereit? Nur so, jo. Und dann so, ah! Ja, das schon, aber ich war ja noch mit hier schön in die Quelle drapieren beschäftigt und mir sonst, was weiß ich, über Gott und die Welt Gedanken machen, genau. Bisschen die Haare richten hier. Ja, hat nicht funktioniert, ne? Naja, beim nächsten Mal dann. Wie hat nicht funktioniert? Nee, jetzt sieht schön aus, sieht hübsch aus. Ach so, ganz, ja, ganz, ja. Ganz toll, ganz bezaubernd. Ja. Das Coole hier an diesen Charakteren auch, ne? Dass das völlig egal ist. Also selbst wenn du hier nach so einem Bosskampf wieder zurückkommst, die Frisur sitzt, ne? Das ist also, ich sag mal, drei Wettertaft ist da. Das läuft. Der Bart auch. Mhm. Ja, der auch, ne? Aber den hast ja nur du. Also das, da kann ich ja nicht wirklich mitreden. Ja, bist du neidisch, ne? So, es haben sich Dinge geändert. Und zwar haben wir offstream mal die Base ein bisschen umgebaut. Bisschen ist gut. Ich würde sagen, es hat sich ziemlich alles geändert. Ja, ich hier können wir mal zeigen, was alles sich so getan hat. Also die lausigen Quellen, der Hirsch sitzt da wirklich immer mit Geweih da drin, ne? Also der Rest ist einfach weg. Das ist einfach Wunde im Boden, ja. Ich muss schon sagen, die Quellen sind schon sehr hübsch, ne? Auch mit diesem Blumenbeet dazwischen ist schon sehr nice. Ich muss mal zu dir kommen hier und zeigen. So, ja, so sitzt der Hirsch da drin. Ja, die sind auf jeden Fall weitaus hübscher als davor. Dann haben wir auch überall jetzt hier diese Verbesserung hingestellt, wie das Beet oder hier hinten den Holzscheit und sowas, damit alles ein bisschen einen Boost bekommt. Genau, dann hast du ja, glaube ich, per Zufall hier diese roten Blaze-Hole-Tierchen da ausgebrütet, ne? Die haben wir auch direkt nutzen können. Ja. Fürs Lager. Die können nämlich Feuer 3, das ist sehr, sehr praktisch. Da muss man nicht so lange warten, bis die... Krass, der, guck mal, wie schnell der die Bären da gegrillt hat, Wahnsinn. Genau, bis halt die Metallbarren und so weiter fertig sind. Dann hatte ich ja angefangen, die Fließbänder, die man hier braucht, ne, hier oben aufzubauen, hier in die obere Etage. Da hast du aber dann ja richtigerweise gesagt, die sind ein bisschen sehr ab vom Schuss, ne, und man muss immer die Treppen hochlaufen. Deswegen jetzt doch hier einfach mitten rein. Aber finde ich ganz gut so, ne? Ich finde es gut. Also es fällt nicht so auf, weil es ja doch ein anderer Stil ist. Es geht ein bisschen unter und trotzdem haben wir alles. Das hat schon was. Genau, also für die nicht wissen, was die können, das sind im Prinzip einfach nur neue Werkbänke, ne? Also Level 3 der Werkbank sozusagen, und da kann man jetzt alles, was man halt herstellen will, geht viel schneller, ne? Die brauchen dann Strom, da oben ist so ein Generator, der dann mit so einem Elektro-Paul angetrieben werden muss, die versorgen die Teile hier mit Strom, da steht hier immer oben drüber, ne? Stromzufuhr an, und dann kann man sich im Prinzip einfach das aussuchen, was man halt bauen will. Und ein zweiter Vorteil ist noch, dass hier halt mehrere dran arbeiten können, ne? An der Werkbank konnte immer nur die zwei Menschen, die quasi spielen, und ein Paul mitarbeiten. Und hier an diesen Fließbändern können eben, ich glaube, an den Räudigen hier mit dem Rost überall, da können zwei Pauls mitarbeiten. Und bei den modernen, die es dann irgendwann noch gibt, da können dann auch drei hin. Genau, sehr coole Dinge auf jeden Fall. Aber sie sind so ein bisschen, und das hast du ja auch richtig gesagt, so ein bisschen, sie passen irgendwie nicht zum Spiel so, ne? Also man hat irgendwie die ganze... Ja, es ist halt so. Aber so weit waren wir ja noch nicht, ne? Also ich glaube, das ganze Spiel schwenkt ja dann so ein bisschen auf Industrie um, ne? Mit diesen ganzen Öfen und der ganzen Elektrik und wie auch immer. Da bin ich noch sehr gespannt, wie das dann ist. Vielleicht, wenn man das mal gewöhnt ist und mal aufgestellt hat alles, dann fühlt man sich ein bisschen heimischer. Ich finde ja absolut triggernd, dass diese Laufbänder da einfach laufen, aber ich hier nicht von links nach rechts geschoben werde. Ja, das stimmt. Das verstehe ich. Ah! Triggert. Na, die laufen verstehe ich allerdings auch nicht, ne? Also eigentlich... Das ist nicht Sinn der Sache, dass die laufen, ohne dass da irgendwas ist. Naja, egal. Und es ist natürlich auch cool, dass du, wenn du irgendwas in Auftrag gibst, ne, dass man dann auch sieht, von links nach rechts, wie hier, ich kann mir eine Sphäre bauen, dass hier das, was du bauen willst, hier schön immer von links nach rechts fließt. Ne? Das ist auch sehr cool. Sieht man immer gleich, was man baut. Ist nur eine Kleines gebaut. Kleines Gimmick. Ja. Wollte die jetzt alle runterklauen vom Laufband, aber nicht. Aus so Demonstration. Naja, aus Demonstrationszwecken, ne? Genau, jetzt bist du dran. Jetzt hast du da oben hier so einen schönen, sag ich mal, wie nennt man das? Verteidigungsschießscharte, wenn der krasse Angriff kommt, Spot gebaut, ne?
Das kannst du ja jetzt gerne mal vorführen hier. Ne, ich wollte jetzt erstmal auf die Eier eingehen, ganz kurz. Und zwar haben wir zur Brütstation. Wir haben ja auch schon ganz tolle Sachen kombiniert. Die zeigen wir euch dann, wenn sie fertig sind, was man da noch rausmachen kann. Seid überrascht. Die brüten wir dann auch zusammen aus. Genau. Wir haben halt hier ein bisschen den Boden, das Dach verändert sozusagen. Viel mehr haben wir auch eigentlich gar nicht gemacht. Wir haben jetzt noch ein Tomatenfeld, damit wir ein bisschen bessere Sachen anpflanzen können. Genau, das war es eigentlich auch schon. Und hier oben steht noch gar nichts. Ja, und hier die eine Seite komplett weggerissen, ne? Weil die ganzen Pauls, wenn sie da aus der Pallbox von oben nach unten gedroppt sind, die sind ja da meistens irgendwie ein bisschen stuck gewesen. Und deswegen war es wichtig, dass wir hier ein bisschen aufmachen. Genau. So, und für heute ist geplant erkunden. Wieso? Hallo? Jetzt, das, was ich gerade angeteasert habe, das hast du jetzt nicht gezeigt, oder wie? Das Wichtigste da oben. Das haben wir doch in der letzten Folge schon gezeigt. Echt? Ja, natürlich. Das war das Ende der letzten Folge. Oh, na gut. Mensch. Da war ich nicht dabei, glaube ich. Okay. Ja, glaube ich auch. Schade, jetzt war ich voll gespannt auf das, dass du das hier nochmal präsentierst. Jetzt haben es alle schon gesehen. Na gut. Ja. So, der ist hungrig, der geht essen. Okay. Gut, dann, wir wollen erkunden, ne? Du hast Money eingepackt. Ja. Wir gehen jetzt fett shoppen. Yes. Let's go to the mall. Wo wollt ihr? Fett shoppen ist gut. Unterhosen würde ich sagen, ne? Also Fett shoppen ist das nicht. Schnellfüßigkeit. Ah ja, da bist du schon. Bitte was? Ja, ist jetzt die Frage, ne? Ist es jetzt Secondhand-Unterwäsche oder ist es frische Unterwäsche, ne? Das wissen wir jetzt noch nicht, was wir. Ja, das weiß ich nicht, aber das steht da nicht, ob das OVP ist, ne? Das ist eher so. Hat er einfach, aber. Ich vermute mal schon, dass das neu und original verpackt ist, die Sachen. Hier ist ja voll Action. What the. Hast du jetzt deinen Bogen schon ausgerüstet? Ah ja, ich habe mir noch einen Bogen gemacht. Hier einen grünen Bogen, ungewöhnlich, weil ich glaube, dass ich mit Bogen besser zurechtkomme als mit dieser Armbrust, weil die immer so lange zum Nachladen braucht. Ich glaube, wirklich schneller ist der Bogen auch nicht, aber vom Handling her angenehmer. Mal gucken. Hast du das Grüne hier schon? Schneller ist er schon, aber er ist halt. Ja, man muss ihn aber auch immer aufladen. Das kostet ja auch nochmal Zeit. Aber mal gucken. Ja, ja, worauf ich hinaus wollte, der macht halt weniger Schaden. Ne? Das heißt, wahrscheinlich unterm Strich ist es ähnlich schnell. Ja. Effektiv. Habe ich das Grüne hier schon? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo du hin bist. Ja, hier, am Wasserfall. Hinterm Wasserfall. Ja, okay. Nee, das habe ich noch nicht. Eine Kirche. Kirche. Da könnte wieder so ein Vorlesegedönsel drin sein. Kannst du mal gucken. Vorlesegedönsel. Bist du hier? Nein, aber ein Ei. Tagebuch des Reisenden. Gut, wo wollen wir hin? Wo müssen wir hin? Ich kenne mich nie aus. Genau, also wir wollten ja jetzt die Unterwäsche farmen, ne, damit wir quasi sicher sind, egal wo wir uns aufhalten hier auf dieser tollen Map. Das heißt, wir müssen einfach nach Norden erstmal. Also ich würde sagen, hier so der Nase nach. Da sieht man sie auch schon, die Insel, ne? Hier vorne. Da links der Turm und alles so ein bisschen kahl hier, ne? Da vorne. Ist das die Wüste? Das müsste die Wüste sein, ja. Ah, okay, da war ich noch nie. Ich auch nur kurz mal, aber nicht wirklich lang. Und da oben, siehst du das da oben links, wenn du von dem Turm, den man da sieht? Okay. Ich auch. Okay, warte, ich steig wieder auf. Von dem Turm da oben links, ja? Ziehen. Da, warte mal, steig. Sieht man es noch? Ah ja, man sieht's noch. Links vom Turm, da ist so, sind so zwei Türme. Siehst du die da links davon? Da geht's einmal so ein bisschen den Felsen runter und dann sind da so zwei Türme in der Ferne. Vielleicht. Naja, ich sehe jetzt dein Bildschirm leider nicht. Egal. Das ist auf jeden Fall eine Wüstenstadt. Ey, ich sehe keine. Da wollen wir hin. Ach, da wollen wir hin. Müssten wir da nicht mal einlenken? Ja, man kann ja so ein bisschen erkunden, ne? Ich bin ja immer ganz gerne, farm ich auch noch einen Teleport-Spot, ne? Dass man da auch jederzeit hinkommt. Ich glaube, ich habe dich schon wieder verloren, ne? Du bist immer irgendwo weg. Oder kannst du mir jetzt hier auf den Kopf spucken? Nee. Okay. Du hast gesagt, erkunden ist immer eine gute Sache. Und dann dachte ich mir, hier oben ist bestimmt ein Ei. Bin kurz nach rechts abgedriftet, sehe auch schon das Ei. Da hinten ist ja. Ich fand es ja gut, als du gesagt hast, von wegen, man muss auch mal erkunden. Da habe ich gedacht, ja, Freifahrtschein. Ich kann zum Ei. Ja, ach komm, das mit den Eiern, klar. Ich meine, jetzt hast du da 6 Brüter hingestellt. Das ist schon, die muss man schon nutzen, ne? So ist es nicht. Durstdünen sind wir jetzt. Durstdünen. Ja, du, das Ziel ist dann natürlich eine ganze Brutfarm. Am besten wir machen oben, da sind ganz viele Dodos.
Wir machen oben auf dem Dach alles voll nur mit Brütern. Also wenn du die Eier dafür ranschaffen kannst, dann kann man das natürlich durchaus machen. Ich bezweifle nur, dass du so viele Eier rankriegst, oder? Also ich habe jetzt 3. Oh, guck mal, hier sind diese Rayhounds. Nein, es wird ein Silberschlüssel benötigt. Oh, mach mich fertig. Kann ich dir leider auch nicht helfen. Die letzten 7 Schlüssel, die ich dir geben wollte, sind ja bekanntlich durch den Boden gebackt. Die waren dann später im Inventar drin. Alles gut. Ah doch, okay. Guck mal, hier sind diese Rayhounds. Wollen wir da mal... Die sind ein bisschen über unserem Niveau, ne? Bist du das da oben? Nee, ich bin ganz woanders, mit Sicherheit. Nee, das bist du doch da. Hatten wir gerade Glück, dass das jetzt eigentlich Nacht ist. Oh nee, jetzt habe ich Hitze. Ich habe Hitzewallung. Nee, warte mal. Ja, du musst... Kälte. Jetzt habe ich Kälte. Willst du mich verarschen? Achso, habe ich jetzt auch. Okay, jetzt geht's mir gut. So, was wolltest du angreifen? Da war so ein Robin Quill Terra. Guck mal, hier sind... Ich weiß gar nicht, was das ist. Hab's auch gerade noch gesehen. Wollen wir da mal einen... Na gut. Weiß nicht, wollen wir einen fangen oder wollen wir sie ignorieren? Nee, komm, lass mitnehmen. Ups. Eigentlich wollte ich absteigen. Naja, shit happens. Hier, ich hab was passendes. Sagen wir... Oh Gott. Ich wollte gerade vorschlagen, wir wecken erstmal nur einen auf. Ja, ist doch gut. Der eine schläft doch noch. 1% Wahrscheinlichkeit. Echt, mit einer blauen Sphäre kommst du hier an? Ja. Oh, jetzt hat er ihn abgewehrt. Nein, ruf deinen dicken Dino zurück. Okay. Hoffentlich kriegst du ihn, bevor der andere aufwacht. Nice. Wenn wir dem ein Heady geben, dann zieht es dem auch richtig viel. Na komm schon. Na? Oh. Ich hätte das Pferd mitnehmen sollen. Oh je, Mini. Aua, das war mein Schild. Von der Farbgebung finde ich die aber auch. Von der Farbgebung her finde ich die. Was zur Hölle? Jetzt? Oh, oh. Hast du ihn? Nee, er backt da oben im Felsen. Ja? Nee. Ah, shit. Ja, wie viel Sphären hast du denn noch? Ich habe jetzt noch 40. Könnte spannend werden. Nö? Ja, die sind wirklich sehr nervig zu fangen. Das waren die Grünen auch schon. Ah, jetzt hast du ihn. Sehr gut. Yeah. Den noch schnell. Da liegt auch noch einer drin, oder? Schau mal deinen Felsen. Hier ist doch auch noch irgendwas. Das stimmt, da liegt. Nee, ist auch, liegt auch noch einer, ja. Der hat gar keinen Schaden. Wie viel steht denn da, was du an Damage 36, machst? 38. Hast du eigentlich immer einen Angriff gelevelt? Ich habe Angriff gelevelt auch, ja. Du noch gar nicht, wahrscheinlich, ne? Nee, 2 in Angriff. Nur den Rest hatte ich ja alles in andere Sachen. Also wir müssten uns mal informieren, wie man die Sachen wieder zurücksetzt. Weil ich würde ganz gerne jetzt dann doch in Angriff gehen, jetzt wo wir den Anubis haben. Und alles braucht man eigentlich selber ja nicht mehr in Angriffstempo und sowas leveln. Und LP bin ich gegangen. Bin ich denn so viel in Leben gegangen? Na gut. Hast du ihn? Also, ja. Ich habe Leben 1450. Ausdauer 100, Angriff 138 und Gewicht 600. Du hast aber auch viel in Leben reingehauen, ne? Was bist du denn Hübsches? Kriegen wir den schon? Nee, der ist ein Boss. Was? Level 40. Was? Susaku? Kenn ich nicht. Probieren? Ist das ein Boss? Naja, nee, Boss nicht direkt, aber halt so ein Boss-Gegner. Mit 40. Ja. YOLO? Ah, wir hatten wir schon weniger Glück. Wir können ja mal testen, wie viel Prozent Fangwahrscheinlichkeit der Kollege hat. Darf ich einen Pinguin reinhauen? Okay, oder so. Ja, warte, aber ich gebe ihm erstmal einen Headshot, wenn er schläft. Das zieht schon mal eine Menge, hoffentlich. Nee, okay, mach du das. Okay, jetzt kannst du einen Pinguin reinballern. Nö, dann hebe ich mir den Pinguin noch auf. So viel Schaden mache ich ja auch nicht mit dem Pinguin. Oh, ich mache ihn allen damit. Really? Ja. Okay, die Pols sind aber gut. Der Dino hat gerade hier der wird von 2 Seiten geröstet. Sehr gut. Ja, das sieht doch gut aus. Mit dem kann man bestimmt was Cooles züchten. Ich glaube, das sieht auch ganz fancy aus. Das ist gut. Oh, oh. Da ist eine Kiste.
bin mal kurz weg. Nein, jetzt bleib doch mal hier. Ich kann doch eh kein Damage machen. Ich schieß doch da jetzt nicht 300 Pfeile drauf mit einem Schaden. Wie viel mach ich denn überhaupt an Damage? Hä, ich mach 62 Damage und du einen? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Na gut. Hä? Wohin einen gemacht? Also was mich an dem Bogen am meisten nervt, ist, dass du jedes Mal schreist mit deiner weiblichen Stimme, wenn du einen Pfeil schießt. Das ist doch gut. Nein. Hat er gerade zwei? Ja, ich mach nur... Jetzt hau ich 3 Damage. Ach, ich treffe nicht mal. Ich schieß nicht mit. Ach, ich gehe doch nicht auf Angriff. Ich baue mir einfach ein starkes Paul und dann ist gut. Nee, du bist wichtig. Oh, er ist gut. Wir brauchen... Das ist jetzt doof gelaufen. Flieg und Sieg! Oh, wir müssen jetzt nur ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir ihn killen aus Versehen. Ich hab mal aufgehört. Mal? Ich mach mal gar nichts. 3%. Oh ja, easy. Ist gut, wenn wir den haben. Der kann bestimmt ganz tolle Dinge. Ja, schön. Ich habe 67 Sphären, ne? Ich kann versuchen, mit meinem Knüppel drauf zu hauen. Knüppel? Ja, da, guck. Ich hab so einen Knüppel. Na gut, versuch's mal, vielleicht bringt's was. Aber manchmal, also der soll ihn ja eigentlich dann mal so, ne? Wieso ist mir warm? Weil die Sonne aufgeht. Da, jetzt schmeiß! Ah, yes, ich habe jetzt 4%, läuft. Wir hätten noch rote Dinger machen sollen. Rote Sphären. Für mich machtlos. Du siehst ein bisschen verzweifelt aus da unten. Komm schon! Oh. Jetzt hallo? Wie wär's denn mal? Sag mal, jetzt habe ich ihn so aufgetroffen. Besser als Kino, das ist super hier. Der denkt sich wahrscheinlich auch, was ist das für ein Terrorgnom da unten? Oh Mann. Hast du jetzt Hitze eigentlich? Ich habe eine hitzeresistente Rüstung jetzt angezogen. Ah, okay, also passt jetzt wieder bei dir. Ja. Ach komm. Das wird nichts, ne? Ich glaube, wir haben jetzt... das wird jetzt 58 Bälle hier kosten. Ja, dann ist das so. Aber der ist gut. Wir wollen den. Die sind alle gut. Guck mal, hier hinten ist eine Lovenda mit Level 32. Die ist auch gut. Will doch keiner. Doch, doch. Nein. Die droppt Torte. Okay, wir holen eine Lovenda. Oh Gott. Mensch. High-Quality-Content. So ist es, wie das so die ganze Zeit aus meiner Sicht ausschaut. Und? Ja! Yes! GZ. Sehr coole Sache. Oh, was Mann. Ist das da? Das ist eine Palseele, oder? Nee. Nee, das ist Erz. Steinkohle. Da liegt einfach Kohle rum. Okay. Ja. Cool. Coole Sache. Ich freue mich. Aber er hat leider nur Angsthase als Fähigkeit. Das ist so semi-gut. Gut, das hat jetzt auch nur 25 Sphären gekostet, aber läuft, ne? Ja, aber ist cool. Ich hab so Bock, in diese Tok-Tokos da reinzufliegen jetzt. Mach doch. Ach, die ziehen alle Leine, was? Okay. Ich hab den gar keinen Schaden. Oh. oh nein, ich bin runtergefallen, nein! Was? Lol. Wir müssen dir noch so einen Helm machen, ne? Ach so, ja, so ein Tokohelm. Aber der ist halt leider super schwach, ne? Tuk, 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 bumm. Alter, diese Explosion. Das würde mich an deren Stelle ein bisschen ärgern, ne? Ich meine, da zündest du den Selbstzerstörungsmechanismus und dann fliegt der einfach weg, den du eigentlich wegballern willst. Ich habe ein Ei gefunden. Ich komme da nicht ran. Die sind voll stark. Mann, hier ist eine Palme im Weg. Ich komme nicht an das Ei. Absteigen wieder. Ich wäre schon da gewesen. Hm. Hätte schon geholfen. Willst du den fangen, oder? Nö, hab ich eigentlich nicht vor. Die sind auch voll stark. So, wo ist jetzt das Dorf? 2%, ne. Das Dorf ist, warte mal, noch mal ein bisschen höher nach oben fliegen. Hier sind diese Dassis auch, ne? Die sind, glaube ich, auch recht stark. Die haben wir schon ausgebrütet, also da haben wir was. Sorry, ich denke immer nur ans Backen. Mm, mm. Mm,
Da ist es, da geradeaus, siehst du? Ich glaube, dann war das, was ich jetzt eigentlich vorhin zeigen wollte, was völlig anderes, weil das ist echt irgendwie ein bisschen unauffällig da vorne. Das sind hier keine Siehst du Kisten? schon? Da, ich sehe eine! Oh, da oh war da Gott! doch eine! Ah, Da ich war da wollte doch hier eine. hin! Ich dachte, ich hätte eine Ich kann sie gesehen, nicht dann habe ich sie öffnen! nicht gefunden. Ja, dann kann ich sie auch nicht öffnen. Mann, wir brauchen Silberschlüssel, Fee, Silberschlüssel. Irgendjemand droppt Schlüssel. Oh, Kiste. War nicht dieser eine Typ, der diese Kapuze aufhat, der droppt doch Ja, Schlüssel, oder? genau, der Dino. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Das weiß ich auch nicht. Die müssten wir mal farmen. Der droppt Stahl und Silberschlüssel. Oh, ich habe Silberschlüssel. Warte, warte, warte. Was ist denn das hier Wo ist unten? der denn jetzt her? Raymount. Da war eine Truhe und da waren Silberschlüssel drin. Jetzt mache ich noch die Lacker. Truhe auf und dann ist auch die Folge schon wieder vorbei. Lacker. Ja. Also so ein Rayhound würde ich mir jetzt auch noch ganz gerne hier unter den Nagel reißen. Der eine ist nur Level 32. Pistolenbauplan 1. Naja. Ich glaube, den Mann, haben ich wir hätte sogar schon. ja, ich hätte gerne mal einen ordentlichen Bauplan. Guten Tag. Guten Tag. Komm, wir holen uns die. Ups, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Wie halt einfach alles in diesem Gebiet lausige 9% Fangwahrscheinlichkeit hat. Was wenigstens Damage. Oh, aber jetzt auch nicht so allzu viel, ne? Einmal? Nein. Ich habe einfach in die Botanik geschossen. Wie selbst mein Hund sich hier mehr für dich interessiert als für mich. Au, oh, ich hätte ausweichen können. Ich hab's eigentlich fliegen sehen. Mann. Ja, der hat halt, ich bin halt eine Respektsperson, ne? Der hat halt Angst vor mir, dass ich plötzlich den hier fange und dann auch auf ihn gehe. Ja, du könntest mal auf ihn gehen. Hab ihn. Keine Lust, mit dem Bogen aufzuziehen. Nervt es. Kannst du bitte eine andere Waffe nehmen? Ist ja furchtbar. Yeah. Wie so ein Manga-Mädchen, das die ganze Zeit rumschreit. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Schlimm. Jetzt glaube ich, ja. Drachen zurückholen. Sehr gut. Easy. Easy. Coole Sache. Na dann, fliegen wir beim nächsten Mal zu dem Dorf da hinten. Ja, das ist schon wieder aus den Augen. Wenn du jetzt losfährst, nee, also. Nee, ich. Wahnsinn. Ja, nee, 20 Minuten vergehen schnell. Und nächstes Mal cool. Wie sagst du uns, immer so schön, dann wünschen wir euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Ich hab dir voll reingelabert, aber. Ach, das machst du nie, damit kann ich umgehen. Okay. Mhm. Was machst du eigentlich immer bei mir? Wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und dann bis morgen. Auf Wiedersehen, ciao, ciao. Tschüss.